Frankreichs Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr in Brasilien sind nur noch gering. Nach der 0:2-Pleite im Playoff-Hinspiel gegen die Ukraine steht das Team von Bayern Münchens Mittelfeldstar Franck Ribéry kurz vor dem Aus. Trainer Didier Deschamps glaubt dennoch an die Qualifikation. Perfekt wäre, wenn uns ein schnelles Tor gelingen würde. Aber wir dürfen nicht ungeduldig spielen. Nach dem Ergebnis im Hinspiel läuft die Zeit nun gegen uns, aber wir haben noch ein ganzes Spiel Zeit, um Tore zu schießen. Wir müssen eine hohe Intensität in unser Spiel bringen, aber auch eine gute Balance finden. Ich glaube nicht, dass die Ukraine nur hinten drin stehen wird. Dieses Team hat eine große Qualität. Das hat sie auch in der ersten Partie gezeigt. Wir werden uns bemühen, sowohl anzugreifen als auch gut zu verteidigen. In den bisherigen Qualifikationsspielen zeigte die Ukraine eine sehr gute Leistung. Nach dem eindrucksvollen Hinspielerfolg gegen Frankreich will man sich die fast schon sichere WM-Teilnahme nun nicht mehr nehmen lassen. Trotz des 2-Tore-Vorsprungs bleibt Ukraines Trainer Michail Fomenko bescheiden. Natürlich bin ich vor dem Spiel am Dienstag etwas beunruhigt. Es ist noch lange nicht geschafft. Ich warte bis zum Schlusspfiff. Das Ergebnis im Rückspiel ist entscheidend. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Nicht nur für die Ukraine ist es eine wichtige Partie. Eine Nichtqualifikation Frankreichs würde zudem das WM-Aus für zahlreiche Superstars bedeuten.